Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Unboxing der aktuellen Barbara-Box für dich, die mir kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Und so geil wie es ist, dass ich die gratis kriege, du bekommst auch eine gratis. Und zwar gibt es am Ende des Videos ein kleines, aber feines Gewinnspiel, wozu du alle Infos unten in der Infobox findest. Wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, alle Informationen zu der Barbara-Box an sich, also auch zu dem Abo und so, schreibe ich dir auch gerne mal unten in die Infobox rein. Also die ganzen Eckdaten, wie oft die kommt und wie viel die kostet und so weiter. Ich glaube, das macht am meisten Sinn, weil die meisten wollen einfach nur wissen, was drin ist und gar nicht wissen, was die kostet. Ja, aber am Ende blende ich dir natürlich den Gesamtwert ein und zwischendurch auch, also den Wert der einzelnen Produkte. So, ich habe hier so eine kleine, aber feine Karte bekommen und hier steht hinten drauf, liebe Claudia, hier ist unsere neue Barbara-Box Nummer 1. Das Buhu steht da nicht drauf, aber ich freue mich so. Zum Thema Vive la Mama. Viva la Mama. Viva la Mama. Hochlebe die Mama. Sehr gut. Das finde ich sehr gut. Ich wünsche dir viel Freude beim Testen und Vernaschen. XOXO, deine Charlotte vom Barbara Box Team. Mega lieb. Danke, Charlotte. Ich freue mich schon. Und richtig geil. Viva la Mama. Was stelle ich mir darunter vor? Irgendwas mit Blumen. Ich glaube, irgendwas mit Blumen. Das ist auf jeden Fall so Mama-mäßig. Irgendwas mit Kochen wäre auch ganz cool. Ich bin wirklich gespannt, was jetzt hier in dieser Box drin ist. Puh. So, ja, so sieht die Box aus und sie ist wunderschön. Sie hat ein richtig geiles Design. Das ist so ein Weinrot mit weißen Punkten drauf und hier unten steht Barbara Box. Übrigens, passend zu meinen noch vorhandenen, etwas rausgewachsenen Fingernägeln, die sehr bald hoffentlich erneuert werden. Dann gibt es dabei auch die Zeitschrift Barbara und ist das nicht herrlich, wie das Cover aussieht? Ja, die Barbara Schöneberger. Sehr cool. Ich liebe den Geruch von Druckerschwärze, ne? Das ist ein bisschen creepy, aber ich stehe halt drauf. Naja, richtig toll, kommt bei uns, wie immer, in die Magazinebox auf der Toilette. Da wird sowas nämlich immer ganz gerne gelesen. So, dann machen wir das Schätzchen mal auf. Die Barbara-Box ist etwas schwerer als andere Boxen, die ich so kenne. Und das finde ich sehr, sehr sympathisch. Ich mache hier mal einmal den Deckel ab. Der Deckel riecht nach nichts. Ich rieche an allem, immer. Da kommt jetzt auch kein Geruch durch. Ne. Riecht nach nichts. So, dann haben wir hier, es ist echt schwer, Leute, ne? Das muss man ja mal so sagen, ein Schleifchen, was man öffnen kann. So, und dann haben wir hier das Seidenpapier, was wir hier mit dem Klebi öffnen können. Und so sieht es dann vom ersten Blick aus. Hier haben wir das Heftchen, wo drin steht, was drin ist und auch die Preise. Das heißt, ich kann euch das alles schön reinschreiben. Viva la Mama! Für alle Mamas dieser Welt. Warum auf den Muttertag warten? Es gibt immer einen Anlass, ihre Mama oder sich selbst als Mama zu beschenken. Sie ist und bleibt die Beste. Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit und entdecken Sie Produkte aus Beauty, Food und Lifestyle, die Sie lieben werden. Viel Freude beim Auspacken und Entdecken. Ihre Barbara Schöneberger. Ja, cool! Richtig, richtig toll. Da hat sie recht. Mama ist die Beste. Das ist tatsächlich so, ne? Man kann sich auch wohl, wenn man erwachsen ist, mit der Mama zoffen oder wie auch immer. Mama ist und bleibt die Beste. Das ist nun mal so. Okay, als erstes kommt hier sowas raus. Das sieht nach einem Gutschein aus. Was ist das? Von twotickets.de. Twotickets.de schenkt sie und ihre Begleitung, schickt sie und ihre Begleitung ins Kino, Theater und Konzert und auch ins Ballett und ja, auch ins Stadion oder in die Sauna. Also das ist hier einmal für einen Monat so eine Premium-Mitgliedschaft und dann ist hier noch 50 Euro Gutschein für eine Premium- oder Premium-Plus-Mitgliedschaft. Aha, da weiß ich gar nicht, was das jetzt genau ist. Werde ich mich mal reinlesen, aber wenn das irgendwas Cooles ist, weil ich weiß zum Beispiel, dass meine Ma und ihr Freund sehr, sehr gerne sowas machen, ne? Vor allem, also Sauna mögen die richtig gerne, Kino mögen die richtig gerne, Theater, ich glaube eher so ab und an, aber nicht wirklich häufig, aber auch so kulturelle Sachen und die wohnen auch in der Nähe von der Stadt, also von daher würde das durchaus Sinn ergeben. Und hier in diesem Heftchen steht, tourtickets.de schickt sie ins Kino, Theater oder Konzert und ins Ballett und ja auch ins Stadion oder in die Sauna.
Sie sagen uns, was ihnen gefällt, und wir sagen ihnen, was in der Stadt los ist. Sie erhalten immer zwei Freikarten, eine für Sie und eine für Ihre Begleitung. Probieren Sie tutickets.de einen Monat gratis zum Kennenlernen aus. Dazu gibt es einen 50-Euro-Gutschein, den Sie auf tutickets.de selbst einsetzen oder verschenken können. Okay, oder vielleicht ist das etwas, das quasi einem für diese Mitgliedschaft, weil hier steht, dass es 14,99 € wert ist. Ja, dass man dann quasi das vorgeschlagen bekommt und dass das 14,99 € wert wäre, ich weiß es nicht. Ich werde mich da mal reinlesen und dann gucke ich mir das mal an. Also interessant finde ich es auf jeden Fall. Das finde ich cool. Oh ja, oh ja, ich wollte die immer schon mal haben. Von Aiko Infusions Thermal Treatment Wrap. Detox and Balance Mask. Ja, ich habe sie endlich. Richtig geil. Das ist so eine Haarmaske, die du wie ein Turban auf die Haare machst. Und ja. Richtig geil, das ist so eine Einmalanwendung und die wollte ich mir immer schon mal holen, aber die ist echt nicht günstig und richtig geil. Die ist mit Blaubeere, Brombeere und Seetang-Extrakten. Detox und Wiederherstellung des Gleichgewichts von Haar- und Kopfhaut. Rettet geschädigtes Haar. Finde ich super toll. Geil, dass die drin ist. Ich habe drauf gewartet, dass die irgendwann mal in der Box mit drin ist, weil die, ich bin so kniepig, ne? Ich würde mir die so nicht kaufen. Richtig cool. Oh, ich freue mich so. Die machst du drauf. Also erst die Haare waschen und antrocknen. Den Wrap, heißt das wirklich Wrap? Naja, den Wrap auf den Kopf setzen und mit dem Sticker fixieren. Für 15 bis 25 Minuten einwirken lassen und währenddessen immer wieder einmassieren. Gründlich auswaschen. Abhängig vom Haartyp kann es 2 bis 3 Mal im Monat nutzen. Ach, dass man das sogar mehrfach nutzen kann? Das ist ja auch interessant. Oder weiß ich nicht, oder dass man die öfters. Nee, ich glaube nicht, dass man die mehrfach anwenden muss, ne? Das ist, kann. Ich glaube, das ist eine Einmalanwendung. Aber richtig geil. Ultra. Danke, liebes Barbara-Box-Team, dass ihr dieses Produkt mit in die Barbara-Box gepackt habt. Wie geil ist das bitte? Oh, ich freue mich. Ja, ultra. Und noch was Geiles. Das kenne ich. Little Lunch, Little Marokko, marokkanischer Bio-Gemüseeintopf. Den habe ich schon mal gegessen. Den kann man zum Beispiel bei Rossmann kaufen. Da haben die ja diese Biotheke oder so, ne? Das Essensgedöns. Und es ist so lecker. Oh, geil. Das kannst du dir super mit auf Arbeit nehmen und dann in der Mikrowelle warm machen. Und dann hast du ein super tolles Mittagessen. Richtig geil. Lecker und gehaltvoller Eintopf aus besten Bio-Zutaten. Little Lunch war auch schon mal bei Die Höhle der Löwen, genau. Und, oh, es ist so toll. Ohne zugesetzte Konservierungsstoffe, ohne zugesetzte Geschmacksverstärker, ohne künstliche Farbstoffe, ohne zugesetzten Zucker, ohne Gentechnik. Super. 100% natürlich. Geil. Oh, meine Güte. Die Box gefällt mir schon jetzt sehr gut. Ja. Tolles Produkt, freue ich mich drauf, das zu essen. Oh, lecker! Das ist ein bisschen schärfer, weil halt marokkanisch, ne? Das ist so mit Süßkartoffeln und Kichererbsen, wenn ich das hier so richtig sehe, ne? Mega geil, ich freue mich! Cool! Okay, ich weiß nicht, wie oft ich dieses Produkt jetzt tatsächlich schon in der Box drin hatte. Das ist von Sebamed für trockene Haut, eine Pflegelotion mit pflanzlichen Phytosterolen, ich kann es immer noch nicht aussprechen, hautberuhigend, juckreizlindernd und hautglättend. Das ist, glaube ich, jetzt schon das dritte Mal, dass ich das mit in der Box drin hatte. Und ich habe es ehrlich gesagt jedes Mal weiter verschenkt. Einmal an meine Mama, dann an eine andere Freundin, die auch sehr empfindliche Haut hat. Und jetzt habe ich das dritte Mal drin. Ja, ich glaube, dieses Produkt will zu mir. Ich glaube, ich muss es mal benutzen, oder? Es führt kein Weg dran vorbei. Naja, okay, gucken wir uns das erstmal an. Genau, das kommt hier in so einem ganz normalen Moped. Also das, ne, ist halt eine Tube. Nee, nicht eine Tube. So ein Verpackungsding. Es kommt halt so daher. Ja, also genau, es riecht nach ungefähr nichts. Es ist einfach nur in dem Sinne pH-neutral. Also ich hatte damals sehr, sehr oft Probleme mit juckenden Schienbeinen, muss ich sagen. Seitdem ich mich aber regelmäßig wirklich jeden Abend eincreme, habe ich da keine Probleme mehr mit. Ich gucke mal, ob ich das verwenden werde. Ansonsten wird auch dieses Produkt wieder weiter wandern zum dritten Mal. Aber es ist ein gutes Produkt. Also jeder, der es dann immer bekommt, freut sich darüber wie Bolle. So, hier ist jetzt etwas Größeres drin. Oh! Geil! Von Parser Professional, Like a Professional. Eine Styling Brush, Styling Bürste mit Keratin und Aktivkohle. Guckt euch die mal an, wie geil ist die denn? Styling Bürste zum perfekten Föhnen und Glätten.
Okay, das mache ich jetzt nicht unbedingt, ne? Insbesondere für mittellanges bis langes Haar. Ich habe langes Haar. Mit Keratin für seidigen Glanz und Geschmeidigkeit. In der Bürste drin? Okay. Befreit das Haar sanft von Rückständen dank der Aktivkohle. Nee, dank der mit Aktivkohle angereicherten Cleaningborsten. Ach, das sind Cleaningborsten. Da ist Aktivkohle dran. Interessant, die sind auf jeden Fall schwarz, ne? Aha. Mit antistatischer Wirkung, finde ich gut. Verringert die Föhndauer dank des wärmespeichernden Keramikmantels. Ja gut, ich föhnglätte meine Haare jetzt nicht, ne? Hochwertige Wildschwangenborsten, geil, pflegen das Haar bis in die Spitzen. Ich hoffe halt nicht, dass den Wildschwein das wehgetan hat, als denen die Borsten abgemacht wurden. Vielleicht haben die die auch freiwillig abgegeben. Speziell geformte Luftschlitze sorgen für eine optimale Luftzirkulation. Ach, wie cool. Also ich denke, dass ich die auch ganz normal als normale Bürste verwenden kann. Das werde ich doch jetzt mal ausprobieren. Ich benutze ja normalerweise diese Bürsten, die du so in einer Hand halten kannst und die halt keinen Stiel haben, ne? Die du so, ich habe gerade keine Ahnung, mir fällt der Name nicht ein. Und damit bin ich eigentlich ganz gut zufrieden. Mal gucken, ob die hier auch gut ist. Hallo. Ansonsten bekommt meine Mama die, weil die macht das, glaube ich, mit dem Föhnglätten oder so. Alter, guck mal, was ein Riesen-Oschi von Bürste. Was ein Riesengerät. Naja, also ich habe zwar eben meine Haare gebürstet, aber ich guck mal, wie sich das anfühlt auf den Haaren. Oh, das gleitet durch. Oh, ist das schön. Oh, das gleitet so geil durch. Ui. Richtig geil. Das fühlt sich schön an. Oh, das könnte ich jetzt den ganzen Abend machen hier, ne? Das ist schön. Wahnsinn. Und antistatische Wirkung? Ja. Also es steht hier nicht wirklich ein Haar ab. Da ein bisschen, aber das sind halt so Zippelhaare. Und das ist einfach, weil die zippelig sind. Ja gut, du hast hier in der Bürste halt jetzt so lose Haare drin. Das finde ich immer ein bisschen doof. Aber die kriegst du so auch raus. Ich guck mal. Aber geil. Cool, dass so eine Bürste damit drin ist einfach, ne? Hi, freut mich. Richtig cool. Geil, mit Wildschweinborsten. Aber meine Haare fühlen sich jetzt dadurch schon ein bisschen seidiger an. Geil. Mag auch daran liegen, dass ich gestern ein bisschen Öl unten in meine Spitzen gemacht habe. In meiner Vegan Beauty Basket Box hatte ich das mal drin. Genau. Das You and Oil, Haaröl, Haaröl. Richtig toll. Macht nämlich die Spitzen schön. Sieht zwar ein bisschen fettig dann unten aus, aber es pflegt. Okay, das Produkt hatte ich in dem Degusta-Box Adventskalender schon drin. Das wird weiter wandern. Von Scavi & Ray El Chocolata. Das ist so ein Schokoladenwein. Ich trinke ja nicht so wirklich Alkohol, deswegen wird das weiter wandern. Ja, der hat 10% Alkohol und das ist halt ein Wein, der so auch eine leicht schokoladige Note hat. Und ja, coole Sache. Aber nicht für mich. Auch dieses Produkt habe ich jetzt schon das zweite Mal drin. Okay, das ist von TTZ eine Aromadusche mit Kokoswasser, weißem Pfirsich, Timurpfeffer, Blaubeere, Jasmin und das ist von Michalski. Ja, ne? Riechen wir mal dran. Das riecht eher frisch. Und ja, finde ich ganz interessant. Ja, also ich mag nicht so gerne diese frischen Düfte. Das heißt, ich werde das dann erst im Sommer verwenden, aber ich werde es verwenden. Dann habe ich hier so ein Plast, nee, so ein Gummivieh drin. Da steht drauf Drink Me. Das kann man wahrscheinlich. Ich mach's mal immer. Ja, das kannst du so auf so eine Sektflasche drauf machen, die du angebrochen hast, glaube ich, ne? Das ist ja cool. So ein kleines Hütchen. Und dann steht da auch noch drauf, dass man das bitte leer trinken sollte. Das finde ich cool, das gefällt mir. Wenn man so einen entspannten Mädelstag mit der Mom hatte und dann so einen kleinen Sekt nur getrunken hat, aber nicht die ganze Flasche sich hinter die Birne gekippt hat, kann man das noch auf jeden Fall drauf machen fürs nächste Mal. Dann hält es auch alles schön frisch. So, hier habe ich von Avon. Oh, Avon True Nourishing. Ein Lippenöl. Okay, das gucken wir uns mal an. Ich bin nämlich normalerweise nicht für solche Produkte zu haben, weil ich das relativ unpraktisch finde. Okay, aber das hier ist jetzt einfach pink. Sieht interessant aus. Ich habe jetzt was auf den Lippen, deswegen mache ich mir das auf meinen Handrücken. Oh, das riecht mega süß.
Uiuiui. Ja, das ist einfach nur ein Lipgloss, Leute. Lippenöl, das soll wahrscheinlich auch noch ein bisschen pflegen, ne? Aber das ist wie ein Lipgloss. Ja, aber finde ich cool. Wenn du dann noch, wenn du quasi was Schönes auf die Lippen bekommst und dann Pflege dabei hast, dann finde ich das ganz toll. Das gefällt mir dann. Und ja, das kann man dann auch tatsächlich im Alltag benutzen, wenn man halt nicht allzu bam irgendwo auftreten möchte, sondern einfach ganz normal, ne? Ein bisschen Pflege haben will, ein bisschen Schein auf den Lippen haben will, dann ist das eine coole Sache. Oder halt zu Besuch bei Mama ist. Aber das ist echt so ein richtiges Öl. Das ist nicht so klebrig. Das wirkt wie ein ganz normales Öl. Cool. So, und dann habe ich hier als letztes Produkt etwas drin, was hier sehr groß eingepackt ist. Das hole ich doch mal raus. Das wird ein Schal oder sowas sein, denke ich mal. Oh. Der fühlt sich richtig weich an. Oh, es ist ein Loop. Claudi ist ein Fan von Loop-Schals. Also das kann euch jeder, der mich in meiner Freizeit schon mal gesehen hat, durchaus bestätigen, dass ich im Prinzip fast nur Loop-Schals trage. Also wenn ich irgendwas um meinen Hals trage. Und das ist ja mega. Den finde ich richtig schön. Der ist auch schön weich und der fällt so locker sanft. Das ist echt schön was für einen Frühling, ne? Ich mag die einfach gerne. Du hast dann halt einfach so ein bisschen den Windschutz im Nacken und ein bisschen hier auch am Dekolleté. Der hier ist jetzt sehr groß. Den kann man wahrscheinlich nochmal umlegen, aber den kannst du auch so lässig legen. Ach, der gefällt mir. Den finde ich echt schön. Und die Farbe, die finde ich auch toll. Ich mag dieses Pink und das Lila mit da drin. Das Grau, das ist schon sehr edel, ne? Das kannst du auch super zu schlichten Oberteilen kombinieren. Mega geil. Gefällt mir. Coole Sache. Ja, als Fazit muss ich auf jeden Fall sagen, dass die Box mir persönlich erstmal sehr gut gefällt von den Produkten. Das Einzige, was ich persönlich nicht wirklich verwenden werde, ist wahrscheinlich tatsächlich diese Sebamed Bodylotion, aber die werde ich meiner Mama schenken, weil meine Mama braucht sowas und meine Mama liebt sowas. Also von daher ist es thematisch gesehen perfekt. Genauso auch den Schokowein, denn meine Mama trinkt gerne wohl mal ein Weinchen zum Essen, wenn die schick irgendwie was zu kochen und so. Und meine Mama mag auch Schoki. Also von daher ist das wahrscheinlich schon so etwas, was ich ihr so muttertagsmäßig schenken kann. Genauso wie diese Gutscheine. Auch das ist. Ach, ich krieg die gerade nicht raus. So, die Gutscheine. Die werde ich auch meiner Mama schenken. Jetzt nicht unbedingt zum Muttertag. Ich werde ihr das wahrscheinlich mal so zwischendurch einfach mal geben. Dann wird sie sich freuen. Ich mag das gerne, meiner Mama auch mal eine Freude zu machen. Macht sie mir nämlich auch. Und ja, die anderen Produkte, die werde ich alle selber benutzen. Mein absolutes Highlight und wahrscheinlich gar nicht mal so teuer, aber trotzdem ist hier diese Aiko-Haarmaske. Da freue ich mich so tierisch drauf. Richtig geil. Aber ansonsten, ne, alle Produkte ultra geil. Alle Produkte werden ihre Verwendung finden. Also ich habe alles schon im Kopf, was ich damit so anstellen werde. Entweder wem ich es geben kann oder was ich persönlich und wann ich es verwenden werde. Richtig cool. Also das ist so eine richtig geile Box gewesen. Wahnsinn. Gefällt mir. Ich blende euch hier mal den kompletten Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Ich bin wirklich gespannt. Ich kann es euch gar nicht sagen, was das alle wert ist, ne? Wie hat denn dir die Box gefallen? Sag mal. Sag mal, stimm mal hier oben ab. Da blende ich dir eine Abstimmung mit Schulnoten ein. Zum Thema Viva la Mama passen die Produkte für mich auch. Das muss ich halt auch so sagen. Also, wenn man die Produkte jetzt einfach mal so alle zusammen sieht, sind sie passend für eine Mama, die man ihr entweder schenken kann oder die man sich selber nochmal gönnt, weil man als Mama vielleicht ein bisschen nicht so viel Zeit hat, irgendwie mal längerfristig eine Haarmaske oder sowas unter der Dusche einwirken zu lassen, sondern dann lieber eine Viertelstunde, 20 Minuten mit so einem Turban auf dem Kopf durch die Gegend rennt, noch irgendwelche Sachen erledigt und sich das dann abwischt, ne? Oder sich dann mal eben schnell zwischendurch ein Little Lunch macht oder ich weiß es nicht. Also, für mich ist das alles echt passend für Viva la Mama. Ja, was meinst du? Schreib es mir gerne unten in die Kommentare, ob es zum Thema passt, deiner Meinung nach. Ich finde, wie gesagt, ja. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann nee, erst die Verlosung. Ja, genau. Es gibt ja eine Verlosung. Jetzt, hier, in diesem Video kann einer von euch eine Barbara-Box gewinnen. Ob das jetzt genau diese Box ist, lege ich nicht meine Hand für ins Feuer. Aber eine Barbara-Box kann verlost werden. Genau. Diese Verlosung geht 4 Wochen lang, steht auch alles unten in der Infobox drin. Und
Naja, was du dafür tun musst, ist relativ einfach. Du musst mir einfach nur unten irgendwas in die Kommentare schreiben. Sei es irgendwie Hashtag Verlosung oder hey, ich möchte gerne an der Verlosung teilnehmen oder sonst irgendwas und vielleicht ein paar liebe nette Worte, das wäre auch ganz nett. Ja, und ansonsten einen Daumen nach oben da lassen wäre nicht verkehrt. Abonnent meines Kanals sein, sichtbar sein, damit ich auch sehe, dass du Abonnent bist. Und ja, ne? Das ergibt Sinn. Alles weitere unten in der Infobox. Ich laber schon wieder so viel. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxing, meine Abo-Boxen. Abo-Boxen, ja, sind einige. Hier unten meinen neuesten Upload und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, dich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!